aber Angkors der Laune eines Herrschers entsprang, der plötzlich fand, dass ihm das Klima hier nicht bekam. Angkor war die ewige Stadt der Khmer und sie blieb es bis zum Ende. Es gibt nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf das Ende Angkors. Eine Passage in den Chroniken des Reiches von Ayutthaya, dem Nachbarn und Gegner Angkors. Darin behaupten dessen Einwohner, die Siamesen, sie hätten den Armeen Angkors eine Niederlage zugefügt, worauf der König und sein Hof im Jahr 1431 ihre Hauptstadt verlassen haben sollen. Sollte das tatsächlich so geschehen sein, wäre es ein Ereignis von großer historischer Bedeutung gewesen. Schließlich hatte das Khmer-Reich die Region seit Jahrhunderten beherrscht. Sein Ansehen war beträchtlich. Davon zeugt der Bericht eines chinesischen Diplomaten namens Zhao Daguan, der im Jahr 1296 am Hof des Khmer-Königs empfangen wurde. Auf der Grundlage seiner Schriften haben australische Forscher diese Bilder erstellt, die zeigen, wie die Stadt Angkor in ihrer Glanzzeit aussah. Auffällig sind die Vielfalt und der Reichtum der großen Tempel, die die Landschaft prägen. Eine Architektur, die durch die Fülle ihrer Gold- und Bronzeverzierungen beeindruckt. So wie am Angkor Wat, dem größten der Tempel, erbaut im frühen 12. Jahrhundert. Oder am Phnom Bakeng, einem der ersten Heiligtümer, das anfangs des 10. Jahrhunderts errichtet wurde. Auf ihrem Höhepunkt ist Angkor eine riesige Stadt, die sich über mehrere hundert Quadratkilometer erstreckt. Heute fährt Christophe Potier, Archäologe an der École Française d'Extrême-Orient, nach Beng Melea, einem weit ab vom alten Zentrum gelegenen Tempel. Es ist einer jener zahlreichen Großbauten, die einst die Wahrzeichen der Ebene von Angkor waren. Bei der Untersuchung der Ursachen für den Zusammenbruch Angkors kommt diesem Ort eine besondere Bedeutung zu. Das beinahe vollständig verfallene Bauwerk wurde nie wieder aufgebaut. So liefert es das bestmögliche Abbild der Umstände seiner Zerstörung. Waren es Menschen oder die Kraft der Natur? Diese Frage stellt sich Christophe Potier seit Jahren. Der französische Archäologe gehört einer internationalen Forschergruppe an, die das Rätsel um Angkors Untergang zu lösen versucht. Beng Melea ist vielleicht der letzte Ort, der noch an den Eindruck erinnert, den die ersten Forscher im späten 19. Jahrhundert hatten, als sie Angkor entdeckten. Diese gigantischen Ruinen, diese Massen an flächenüberzogenen und überwucherten Steinblöcken sind ein spektakulärer Kontrast zwischen den Werken des Menschen und der Vegetation, dem Dschungel, der sich hier eine ganze Kultur zurückerobert hat. Diese Blöcke waren einmal das zentrale Heiligtum des Tempels, der praktisch ein Zwillingsbruder von Angkor Wat ist. Gleiche Größe, gleiche Entstehungszeit, das 12. Jahrhundert, gleiche Ausführung, aufeinanderfolgende Galerien, Terrassen, Türme. Gibt es archäologische Indizien einer Niederlage der Khmer gegen die Siamesen im Jahr 1431?
Die Archäologen haben die Ruine des Tempels von Beng Melea nach Spuren einer gezielten Zerstörung untersucht. Doch sie haben keine Hinweise gefunden. Der Tempel wurde leergeräumt, das ist offensichtlich. Aber der Bau selbst war in einwandfreiem Zustand. Danach hat sich die Vegetation über ihn hergemacht. Das Heiligtum wurde vermutlich geplündert, möglicherweise aber erst wesentlich später. Der Zustand des Tempels zeigt jedenfalls klar, dass es hier keine Gewalteinwirkung gegeben hat, dass er nicht in Brand gesetzt wurde, wie es bei einem Krieg Angkors mit aufstrebenden benachbarten Mächten zu erwarten wäre. Des histoires de conflits frontaliers avec des puissances naissantes à l'époque. Wenn der Untergang Angkors nicht durch einen Krieg verursacht wurde, was könnte stattdessen der Auslöser für den Zusammenbruch des Reiches gewesen sein? Um diese Frage zu beantworten, haben sich die Wissenschaftler zunächst mit den Voraussetzungen für das Blühen einer Kultur befasst, um zu klären, ob deren Wegfall möglicherweise ihren Niedergang erklären kann. Die Urbarmachung eines riesigen Areals, die Anlage luftiger, aber weit ausufernder Wohnbezirke und eine dynamische Wirtschaft. Angkor war die Drehscheibe des Handels zwischen Indien und China und Nahrungsmittelproduzent für die gesamte Region. Aber die eigentliche Grundlage für das Gedeihen der Stadt war ihr Wasserverteilungsnetz. Dieses Kanalsystem, das sich über hunderte von Kilometern erstreckte und einer ständigen Wartung bedurfte, steht im Mittelpunkt der Untersuchungen. Christophe Potier ist unterwegs zu den Phnom Kulen-Bergen, wo die Khmer-Kultur ihren Ursprung hat. Und zwar buchstäblich. Hier entspringt der Fluss, der die Ebene von Angkor bewässert. In der Trockenzeit ist er eher unscheinbar. Aber wenn der Monsun einsetzt, verwandelt er sich in einen reißenden Strom. Die Khmer verehren ihn seit Menschengedenken und haben ihm in seinem Bett sogenannte Lingas geweiht, symbolische Darstellungen des Gottes Shiva. Die steinernen Rechtecke, in die sie gemeißelt wurden, die Yonis, verkörpern die weibliche Energie. Wir sehen hier hunderte solcher Lingas, die auf das Sandsteinbett des Flusses gelegt wurden, jedes in seinem Yoni, und so kräuselt sich das Flusswasser über ihnen. Dieser heilige Fluss fließt durch die Ebene von Angkor und versorgt die Kanäle, die Barais, also die Speicherbecken, und schließlich die Reisfelder, die Angkor ernährten. Für die Khmer, wie für alle anderen Kulturen, ist Wasser die Quelle des Lebens schlechthin. Umso wichtiger ist es, dass wir uns hier in einer tropischen Region mit einem Monsunzyklus befinden. Das heißt, in einer Hälfte des Jahres gibt es zu viel Wasser, vor dem man sich schützen muss. In der anderen Hälfte ist es extrem trocken. Da gilt es natürlich, Wasser zu speichern. Die Beherrschung des Wassers war die Stärke der Khmer-Kultur, aber auch ihre Achillesferse. Ein Ort also, der nicht nur eine praktische, sondern auch eine hochsymbolische Bedeutung hat. Und so wählte ihn der erste Herrscher des Reiches, um hier seine Hauptstadt zu gründen. Der Archäologe Jean-Baptiste Chevance ist der Spezialist für die Phnom Kulen-Berge. Er ist jener verschollenen Hauptstadt auf der Spur, von der er bis jetzt aber nur vereinzelte Überreste gefunden hat. Dachziegel und ein paar Fundamentsteine. Wenige Kilometer weiter jedoch sind noch eine Reihe von Sakralbauten erhalten. Die Khmer verehren den Berg bis heute. Jean-Baptiste Chevance hat die Spuren dieser Verehrung gesammelt. Unter anderem untersuchte und restaurierte er auch diesen Tempel, einen der ältesten auf dem Heiligen Berg.
Seine Errichtung verweist unmittelbar auf das Wasserversorgungssystem, das am höchsten Punkt des Phnom Kulen beginnt, mit diesem erstaunlichen, in die Felsen gehauenen Kanal. Wir haben es hier mit einer ausgefeilten Anlage zu tun. Der Kanal ist mehrere hundert Meter lang und ein Teil wurde direkt in den Sandstein geschlagen. Eine technische Glanzleistung also. Hier sind Werkzeugspuren zu erkennen, teilweise schräg. Und immer wieder eingetiefte Markierungen. Höhenunterschiede und Bodenbeschaffenheit spielten offenbar keine Rolle. Ein riesiges natürliches Hindernis wie dieser Berg wurde einfach durchschnitten. Ein Sandsteinblock wie der hier wurde mit erheblichem Aufwand zertrümmert, bis das Wasser so verlief, wie die Erbauer es wollten. Die Beherrschung des Wassers setzt eine kollektive Anstrengung, umfassende Koordination und eine leistungsstarke Infrastruktur voraus. Der Erfolg Angkors beruhte also auf diesen Anlagen. Die Arbeit an den Wasserleitungen war unmittelbarer Bestandteil der religiösen Praxis. Die Quellen galten als heilig. Und die Sorge für deren Wasser war sicherlich für alle Khmer eine spirituelle Pflicht. Das Wasser ist also das bestimmende Element in der Geschichte des Reiches und seiner Hauptstadt. Zhao Daguan, der chinesische Diplomat in Angkor, berichtet jedenfalls von einem starken Zusammenhalt unter den Khmer. Unter anderem beschreibt er das Neujahrsfest, bei dem eindrucksvolle Feierlichkeiten vor dem königlichen Palast stattfinden. Wir schreiben das Jahr 1296. Nichts lässt ahnen, dass nur etwas über ein Jahrhundert später die Hauptstadt der Khmer der Vergangenheit angehören wird. Christophe Potier ist auf der Suche nach dem Schwachpunkt der Stadt. Einem Umstand, der sich verhängnisvoll ausgewirkt und ihre Einwohner veranlasst haben könnte, Angkor aufzugeben. Der Archäologe glaubt, die Lösung gefunden zu haben. Er hat die umliegende Landschaft genau untersucht. Dabei ist es ihm gelungen, das Wasserversorgungsnetz der versunkenen Stadt aufzuspüren. Im Lauf der Jahrhunderte wurden Kanäle und Reservoirs verschüttet und durch die Vegetation überwuchert. Aber in 20 Jahren hat Christophe Potier gelernt, die Topographie der Ebene von Angkor zu lesen und die Hauptachsen des Systems zu identifizieren. Der Aufbau entspricht immer dem gleichen Schema. In der Mitte der Tempel, der den heiligen Berg versinnbildlicht, und um ihn herum Wassergräben und Becken. Die von Potier erstellte Karte zeigt ein Gitternetz, das sich über mehr als 3000 Quadratkilometer erstreckt. Eine Fläche beinahe so groß wie New York. Das sind die Fluchtlinien des großen Kanals, der beim Bakong-Tempel begann und bis zu diesem See dort hinten führte. Man sieht, wie sehr die Khmer ihre natürliche Umgebung verändert haben. Das Wassernetz umfasst über 200 große Kanäle. Manche sind mehr als 20 Kilometer lang. Sie dienten offenbar auch als Verkehrswege. Zu den eindrucksvollsten Bestandteilen dieser Infrastruktur gehören die Reservoirs. Die Barais,
wie sie genannt werden, können mehr als 50 Millionen Kubikmeter Wasser fassen. Ein immenses strategisches Plus für die Khmer. Der weiträumigste unter ihnen, der Westbarei. Acht Kilometer lang, 2 Kilometer breit. Es handelt sich um ein künstlich angelegtes Becken. Ein perfektes Rechteck, begrenzt von einem riesigen Erdwall, der über 10 Meter hoch und an seinem Sockel 150 Meter breit ist. Der Barai ist ein Schlüsselelement für den Reisanbau in der Region. Das Wasser kann dank der enormen Aufnahmefähigkeit einerseits in die Felder weiter nördlich geleitet werden, andererseits kann Hochwasser von den Feldern auf diesem Weg verhältnismäßig zügig in das Reservoir abgeleitet werden. Es ist also eine Konstruktion, die mehrere Funktionen hatte, einschließlich der Möglichkeit, in Trockenzeiten die angrenzende Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Mit dem Bau des Westbareis wurde im 11. Jahrhundert begonnen. Nur dieser Ort war damals besiedelt. Das Reservoir entstand über einer Stadt. Christophe Potier hat sie ausgegraben. Erbaut wurde sie um diesen pyramidenartigen Tempel, Agyum, der wahrscheinlich auf das 7. Jahrhundert zurückgeht. Ein Merkmal der Khmer-Kultur war ihre Flexibilität. Das Königreich von Angkor hatte mehrere nacheinander errichtete Hauptstädte. Christophe Potier hat ihre Abfolge rekonstruiert. Jede besaß einen zentralen Tempel, von dem ausgehend die Khmer ihre Städte anlegten. Nach Agyum wird im späten 8. Jahrhundert Bakong erbaut. Ihm folgt etwa 100 Jahre später Phnom Bakeng. Dann im 10. Jahrhundert Prerup. Anschließend wird der Takeo zum Wahrzeichen der ersten Hauptstadt des 11. Jahrhunderts. Dann kam der Bapuan. Im 12. Jahrhundert Angkor Wat. Und schließlich die letzte Hauptstadt des Reiches, Angkor Thom und ihr Tempel mit den 1000 Gesichtern. Also mindestens 7 Hauptstädte in 700 Jahren. So besiedelten die Khmer nach und nach die Ebene von Angkor. Auf ihrem Höhepunkt zählte die Stadt der Könige über 1 Million Einwohner. Ihre Macht und ihr Ruhm gründeten auf ihrer Größe und ihrer Komplexität. Doch wurden gerade sie mit der Zeit zu einem Hindernis? Wir sind unterwegs nach Siem Reap, einige Kilometer von den Tempeln entfernt. Hier, in den Depots von Angkor, werden hunderte von Statuen und Architekturfragmenten aufbewahrt. Das Ergebnis von 100 Jahren Grabungsarbeit. Ihr künstlerischer Wert ist unschätzbar. Vor allem aber sind es archäologische Zeugnisse ersten Ranges. Zwei französische Wissenschaftler, Dominique Soutif und Julia Estève, untersuchen hier entscheidende Beweisstücke zum Untergang Angkors. Eine Reihe von Inschriften aus dem 12. Jahrhundert. In Kambodscha wurden bisher rund 1300 Inschriften gefunden, von denen 400 hier aufbewahrt werden. Dabei handelt es sich lediglich um einen Teil des kambodschanischen Schrifttums. Alles andere wurde auf Palmblättern geschrieben, die vergangen sind. Alles, was uns an Schriftlichem erhalten blieb, sind diese Archivsteine. Vor allem eine Stele hat die Aufmerksamkeit der beiden Forscher geweckt. Sie wurde nahe dem Westbarei entdeckt, einem der größten Reservoirs der Stadt Angkor. Die Inschriften besagen, dass Priester den Auftrag hatten, die riesige Anlage, die einst Millionen Kubikmeter Wasser fasste, zu beaufsichtigen. Heute ist hier nur ein einfaches Reisfeld zu sehen. Wer waren diese Priester? Wohnten sie in der Nähe des Barei? Julia Estève und Dominique Soutif sind dabei, es herauszufinden.
Die beiden Archäologen legen Fundamente frei, die offenbar eine religiöse Funktion hatten und von den Khmer Ashramas genannt werden. Es waren Bauten aus Stein, aber in den ausgehöhlten, runden Stellen, die im Boden klar zu erkennen sind, steckten Holzpfähle. Sie trugen einen Dachstuhl, ebenfalls aus Holz und mit Ziegeln gedeckt. Es sind Kultstätten, die dem Gebet dienten. Sie waren aber auch Zufluchtsort und es wurde dort gelehrt. Das war also alles hier vereinigt. Die Untersuchung der Keramik bestätigt, dass die Ashramas ab dem 9. Jahrhundert genutzt wurden. Sie standen unter der Schirmherrschaft einer Gottheit und übten einen beträchtlichen Teil der Macht in Angkor aus. Vor allem das Wasserverteilungsnetz unterlag ihrer Verantwortung. Unter einem der größten Monarchen in der Geschichte Angkors wurde dieses System zu maximaler Leistungsfähigkeit entwickelt. 1181. König Jayavarman VII. Besteigt den Thron. Unter seiner Herrschaft werden die letzten großen Steinbauten Angkors errichtet. Eine neue Hauptstadt. Die erste, die von Befestigungsanlagen umgeben ist. In der Mitte wieder ein Bergtempel, der Bayon. Unverkennbar, dank seiner zahlreichen, vom Buddhismus inspirierten Darstellungen. Das Gesicht des Königs strahlt Weisheit aus. Aber Jayavarman VII. Ist vor allem ein gefürchteter Kriegsherr. Die Mauern seines Tempels zeugen von seinen Siegen über das Nachbarreich Champa, dessen Armeen Angkor 4 Jahre lang besetzt hielten. Nachdem es dem König gelang, den Feind aus der Hauptstadt zu verjagen, initiierte er eine Reihe von großen Bauvorhaben. In weniger als 10 Jahren erneuert er die Städte seiner Vorgänger, lässt eine eigene Hauptstadt anlegen und außerdem noch 2 große religiöse Komplexe unmittelbar neben den Ashramas. Den Taprom, einen der Mutter des Königs geweihten Tempel mit einer Fläche von über 70 Hektar. Und, das ist neu, er ist nicht mehr einer einzigen Gottheit gewidmet, sondern Verehrungsstätte für Hunderte von lokalen Göttern und Göttinnen. Seine Bestimmung ist also, möglichst viele Kulte zusammenzuführen. Genau wie der Preah-Khan-Tempel, der Jayavarmans Vater gewidmet ist. Ein Areal von 56 Hektar. Es sind mehr als Tempel. Wahre Städte, deren Reichtum und Macht in der Geschichte des Königreiches ihresgleichen suchen. Die Archäologen finden immer mehr Bestätigungen für ihre Interpretation dieser Anlagen, als sie weitere Inschriften untersuchen, die ebenfalls in Angkor konserviert werden. Diese 2 Meter hohe Stele wurde im Preah-Khan-Tempel gefunden. Der in den Stein gravierte Text ist stark verwittert. Um ihn entziffern zu können, wird er abgepaust. Er enthält detaillierte Informationen über die Organisation des Tempels und dessen Stellung in seiner Zeit. Wie viele Menschen waren ihm angeschlossen? Wie funktionierte diese Institution? Fragen, auf die diese Stele eine Antwort zu geben vermag. Seidenpapier wird auf den Stein gelegt, dann wird die Stele eingefärbt. Jetzt treten die Schriftzüge deutlich zum Vorschein, als negativ. Und was sie über Angkors Glanzzeit offenbaren,
ist spektakulär. Die Tempel waren mehr als bloße Kultstätten. Sie dienten als Instrumente zur Kontrolle der Massen. Dominique Soutif studiert diese Texte seit mehreren Jahren. Er stellte fest, dass sich zur Zeit Jayavarmans des VII. Die Macht und der Reichtum der Tempel verzehnfachten. Der König und ihre Besitzer haben als fromme Stiftung gegeben 5.324 Dörfer, das sind 97.840 Männer und Frauen, darunter 444 Dorfvorsteher, 4.006 Diener, Köche und ähnliches, 2.298 Dienerinnen, davon 1.000 Tänzerinnen und 47.436 Einzelpersonen, die Opfer bringen. Dann ist die Rede von riesigen Mengen Gold, Silber, Kupfer und Bronze, Zinn, Blei, Eisen, etwa 100.000 Edelsteinen und ca. 170.000 Perlen. Es handelt sich also um eine immense Schenkung. Wenn wir bedenken, dass allein für die Gegend um Angkor die Tempel Ta Prohm, Bantek Dey und Ta Som hinzukommen, dann haben wir einen Komplex aus religiösen Institutionen vor uns, der eine wahre Wirtschaftsmaschinerie darstellt, die über enorme Ressourcen verfügte und die Region überhaupt erst funktionieren ließ. An der Schwelle zum 13. Jahrhundert verwirklicht der König sein großes Projekt. Die Tempel Angkors beanspruchen die gesamte Arbeitskraft des Khmer-Volkes. 250.000 Menschen stehen im Dienst der großen religiösen Einrichtungen des Reiches. Das System ist auf dem Höhepunkt seiner Leistungskraft. Noch nie war Angkor so mächtig. Und doch ist das Reich verwundbarer, als es den Anschein hat. Flughafen Siem Reap. Heute sollen die neuesten Technologien eingesetzt werden, um die Untersuchungen über Angkors Niedergang voranzubringen. Damien Evans und Chris Cromarty gehören zu der internationalen Forschungsgruppe, die versucht herauszufinden, warum die Stadt aufgegeben wurde. Wir fliegen heute in diese Region, nach Bakong, diesem unglaublichen Pyramidentempel. Eine Premiere. Dank eines extrem leistungsstarken Lasers, dem LIDAR, werden Sie ein Bild der Stadt Angkor erhalten, wie es noch kein Mensch gesehen hat. Noch nie haben so viele internationale Teams und Archäologen zusammengearbeitet und eine derartige Menge an Daten über ein derart riesiges Areal gesammelt. Einige Teams konzentrieren sich auf die Tempel. Ich beschäftige mich mit der umliegenden Landschaft. Die Menge der Daten erlaubt uns, dreidimensionale Modelle zu erstellen. Und zwar nicht nur von den Tempeln, sondern auch von ihrem topografischen Kontext. Alles basiert auf GPS. Der Empfänger ist hinten am Hubschrauber. Dann haben wir hier einen Laserscanner. Er macht alle 6 Sekunden eine Aufnahme und arbeitet mit 150.000 Impulsen pro Sekunde. Das liefert uns die Daten, mit denen wir das Bodenrelief auswerten können. Sechs Stunden täglich werden Damien, Chris und ihr Team die Ebene von Angkor aus der Luft unter die Lupe nehmen. Mit dem LIDAR können sie eine bisher unvorstellbare Datenmenge sammeln. Die Aufnahmen des Bodens werden eine zentimetergenaue Wiedergabe ermöglichen. Die Wissenschaftler versprechen sich von der Topographie dieses riesigen Areals eine Fülle neuer Informationen. Der LIDAR tastet den Boden mit einem extrem starken Lichtstrahl ab, der die Vegetation zu durchdringen vermag und so die kleinsten Abweichungen im Bodenrelief messbar macht. Das Ziel ist, Angkors alte städtische Anlage lesbar zu machen und eine dreidimensionale Karte der versunkenen Stadt zu erstellen. Die Aufnahmen werden 5 Tage dauern.
Um die Bedeutung und die Tragweite dieser Untersuchung zu verstehen, begleiten wir Damien Evans bei seiner Arbeit vor Ort. Sein Ziel, die unmittelbare Umgebung des Tempels Angkor Wat. 6 Jahrhunderte sind vergangen, seit Angkor von seinen Einwohnern verlassen wurde. Und was einst eine Stadt war, ihre Wohnhäuser, Verkehrswege und öffentlichen Gebäude, wurde von einem dichten Tropenwald überwuchert. Damien Evans steht genau in der Mitte der verlassenen Stadt. Sie müssen sich vorstellen, dass in der Zeit Angkors hier nicht so war, wie wir es heute sehen. Anstelle des Dschungels standen hier hunderte von Holzbauten, riesige Verwaltungsgebäude, Wohnviertel und so weiter. Für den Unterhalt und den täglichen Betrieb des großen Tempels hinter uns im Wald müssen mehrere tausend Menschen nötig gewesen sein. All diese Menschen müssen hier um uns herum gelebt und gewohnt haben. Die kleinen Hügel und Gräben sind alles, was noch von dieser Stadt übrig geblieben ist. Hier reicht es, in die Hocke zu gehen und aufmerksam hinzuschauen, um Zeugnisse für das Leben der Einwohner Angkors zu finden. Überall in der Landschaft sehen wir Spuren ihrer Existenz. In der Topographie, in den Gräben, in der Beschaffenheit des Bodens. Aber es gibt auch konkrete Überreste, wie dieses Keramikfragment. All das zeigt uns, dass dieser Ort zur Zeit Angkors besiedelt war. The base of a die Basis einer Statue. Sie muss in eine Art Podest eingelassen gewesen sein. Wir können noch die Füße erkennen und einen Teil der Kleidung. Diese Falten hier gehörten zum Gewand. Ohne die Hilfe moderner Technologien, die Angkors riesiges Areal abzudecken vermögen, fiele es den Archäologen schwer zu lesen, was der Dschungel verbirgt. Eine Stadt, die vieles mit modernen Ballungsräumen gemeinsam hat. Etwa das Wasserversorgungsnetz mit seinen Kanälen, eine Infrastruktur, deren technologischer Stellenwert unseren Autobahnen gleichkommt. Sein Verlauf ist den Forschern zwar annähernd bekannt, aber dank des LIDAR werden sie nun all seine Verzweigungen erkennen können. Die Wartung dieses komplexen Systems, das die einzelnen Tempel verband, muss für seine Betreiber eine enorme, schwer zu bewältigende Herausforderung gewesen sein. Damien Evans nimmt an, dass Angkors Schicksal durch diese Problematik entscheidend beeinflusst wurde. Er ist überzeugt, dass die Khmer am Ende nicht mehr in der Lage waren, das Wasser zu beherrschen und dass ein massiver Ausfall des Versorgungssystems Angkor vor unüberwindbare Schwierigkeiten stellte. Auf den ersten Blick scheint die Technologie, die damals angewendet wurde, nicht sehr komplex. Im Grunde haben sie nur Wälle aufgeschüttet, also Gruben ausgehoben und die Erde dazu benutzt, um Dämme anzulegen und so das Wasser zu kanalisieren. Technisch ist das alles eher schlicht, aber wenn wir uns ansehen, wie das Ganze funktionierte und betrieben wurde, dann haben wir eine unglaublich komplexe Ingenieursleistung vor uns. Die Regulierung der Wasserstände in den Kanälen erforderte höchste Präzision. Die Landschaft hier ist absolut flach. Das bedeutete für die Erbauer eine enorme Herausforderung. Und die haben sie über Jahrhunderte hinweg mehr oder weniger erfolgreich bewältigt. Sie müssen dabei permanent vor neuen Problemen gestanden haben, etwa wenn Dämme brachen. Deshalb sehen wir auch so viele Abschnitte des Systems in einem Gebiet konzentriert. Die große Frage lautet, ist dieses System irgendwann zusammengebrochen und hat so den Untergang Angkors herbeigeführt? Oder ist es erst nach dem Untergang verfallen? Das versuchen wir durch die Auswertung der Hinweise für die Handhabung dieses Systems zu klären. Die
Die aus der Luft gesammelten Daten werden weltweit Wissenschaftlern zugänglich sein, die Angkors Geschichte und die Gründe für seinen Untergang erforschen. Ob sie zu Fragen der Tempelarchitektur arbeiten, des Städtebaus oder der Wasserversorgung, sie alle werden über eine unerschöpfliche Datenbank verfügen. Nach Abschluss der Luftaufnahmen treffen wir Damien Evans und Chris Cromarty in Siem Reap wieder. Hier werden sie zum ersten Mal die dreidimensionalen Bilder sehen, die aus den Daten des LIDAR erstellt werden konnten. Es ist erstaunlich, in welchem Ausmaß uns das Programm erlaubt, die Landschaft in verschiedenen Maßstäben zu untersuchen. Wir haben einmal das große Bild von Angkor mit seinen urbanen Räumen. Und dann können wir bis aufs kleinste Detail heranzoomen und zentimetergroße Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit studieren. Um wirklich zu verstehen, was hier passiert ist, brauchen wir präzise Daten in jedem Maßstab. Und die haben wir jetzt zum ersten Mal vor uns. Was schätzt du, wie viele Geländepunkte haben wir mittlerweile erfasst? 2 oder 3 Milliarden. Das ist eine ganze Menge. Diese Daten werden uns ermöglichen, nicht nur den Verlauf des alten Wasserversorgungsnetzes zu rekonstruieren, sondern auch eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie es funktionierte. Zu verstehen, wie das Wasser von Tempel zu Tempel geleitet wurde, welche Veränderungen vorgenommen wurden und wie das den Lauf des Wassers beeinflusst hat. Alles wichtige historische Fragen. Die wissenschaftliche Auswertung dieser Daten und die Nachbildung der Topographie Angkors sind überaus aufwendig. Bis die Forscher zu abschließenden Schlussfolgerungen kommen, werden Monate, wenn nicht Jahre vergehen, und sie werden viele Beobachtungen vor Ort überprüfen müssen. Aber dann wird es möglich sein zu verstehen, wann und wieso das Wasserversorgungssystem aufhörte zu funktionieren. Ein anderer Wissenschaftler könnte allerdings diese entscheidenden Fragen beantworten, ohne die Ergebnisse des LIDAR abzuwarten. In der Ratanakiri-Region im Nordosten Kambodschas sammelt er besonders aussagekräftige Daten. Dan Penny untersucht die Klimaentwicklung. Auch seine Forschungen sind Teil des internationalen Programms, das sich mit Angkors Niedergang beschäftigt. Sein Interesse gilt Seen, die von den Einwirkungen des Menschen unberührt geblieben sind. Diese Seen sind für uns so aufschlussreich, weil sie sehr tief sind und daher ein einzigartiges Klimaprofil enthalten. Sie sind eine wichtige Quelle für Informationen über die umweltgeschichtliche Entwicklung dieser Region. Die Pflanzen und Tiere in und um den See sind ein äußerst sensibles Barometer des Klimas. Sie alle hinterlassen im Sediment des Sees ihre Spuren. Wenn wir also eine Probe des Sediments heraufholen, können wir in der Zeit zurückgehen und die Veränderungen in der Ökologie des Sees und des Waldes in seiner Umgebung ablesen. Auf diese Weise können wir die Klimawechsel der Vergangenheit nachvollziehen. Dan Penny hat Proben aus dem Ratanakiri-See entnommen. Sie stellen das klimatische Gedächtnis der Region dar. Zurück an der Universität von Sydney analysierte er die organischen Partikel in seinen Proben. Auf diese Weise gelang es ihm, die Tier- und Pflanzenarten zu identifizieren, die zur Zeit von Angkors Niedergang in der Umgebung lebten. Das Ergebnis? Ein gravierender Klimawandel, der mit dem Beginn der kretischen Epoche des Khmerreiches zusammenfällt, dem Jahr 1330.
Wir haben Anzeichen für lange Trockenzeiten, aber auch für abrupte Wechsel zu sehr feuchten Monsunperioden. 5, 6 oder 7 Jahre hintereinander herrschte praktisch Dürre. Dann kam ein enormer Monsun. Anscheinend waren diese Ereignisse verheerend für das System, weil es Wasser nicht in ausreichendem Maß speichern oder von den Feldern ableiten konnte. Dazu kommt, dass sich für die gleiche Zeit in der Ebene von Angkor eine massive Entwaldung beobachten lässt. Ursprünglich, im 7. Jahrhundert, bedeckte der Tropenwald den größten Teil der Region. Nach und nach aber verwandelten die Khmer diese riesigen Flächen in Reisfelder, legten ihre Wasserversorgungsnetze an und errichteten immer ausgedehntere Wohnstätten. Als die Regenfälle an Stärke zunahmen, so die Annahme der Forscher, waren die Folgen katastrophal. Die Wurzeln der wenigen noch vorhandenen Bäume konnten das Auswaschen des Bodens nicht mehr verhindern. In den großen Reservoirs und Kanälen stiegen die Menge des Wassers und seine Fließgeschwindigkeit schlagartig an. Es führte immer mehr Unrat mit sich, der sich vermutlich aufstaute und die großen Adern des Versorgungssystems verstopfte. Und so wären innerhalb weniger Jahre die Barais, Angkors große Reservoirs, teilweise oder gar völlig unbenutzbar geworden. Bliebe nur noch die Frage zu beantworten, ab wann diese Entwicklung nicht mehr umkehrbar war. Dazu hat Christophe Potier ein erstaunliches Indiz gefunden. Es handelt sich um eine Brücke mitten in der aufgegebenen Stadt Angkor. Eine Brücke, die ihren Fluss verloren hat. Sie überspannte diesen Fluss. Ihre Bögen stehen noch. Aber inzwischen fließt der Fluss 6 Meter tiefer und hat seinen Verlauf geändert. Innerhalb von 10 Jahrhunderten hat sich das Flussbett verlagert. Das ist eindeutig das Problem. Der Fluss hat sich sein Bett neu gegraben. In die Pfeiler dieser Brücke wurden mit Skulpturen verzierte Blöcke verbaut. Einem Kenner der Khmerkunst wie Christophe Potier fällt es nicht schwer, den Stil Jayavarmans des 7. zu erkennen. So kann er das Alter dieser Brücke bestimmen und den Zeitpunkt, als der Fluss zu wandern begann. Bei der Errichtung dieser Brücke wurden Teile anderer Bauten wiederverwendet. Teile von Giebeln, von Statuen, von Ekdevatas, den sogenannten Apsaras. All diese Fragmente stammen aus einem Tempel, der in die Zeit Jayavarmans des 7. zurückreicht. Also mindestens in das 12. oder frühe 13. Jahrhundert. Die Brücke kann demnach nicht älter sein. Mit anderen Worten, noch schien alles in Ordnung. Damals war der Wasserstand noch hier, wo ich stehe. Aber als der Klimawandel einsetzte und die Entwaldung nicht mehr umkehrbar war, begann der Fluss sein Bett tiefer zu graben. Dann umging er die Brücke, die für ihn zum Hindernis geworden war. Er verlagerte seinen Lauf 6 Meter nach links und grub sich 6 Meter tief in den Boden. Das bedeutet, dass Klimawandel und Entwaldung verheerende Folgen hatten, die sich aber erst nach der Herrschaft Jayavarmans des 7. auswirkten. Die Entwaldung und möglicherweise weitreichende Eingriffe flussaufwärts können die Erosion verstärkt haben und damit den Anstieg der Wassermengen, der in der Regenzeit schwere und vor allem plötzliche Überschwemmungen zur Folge hatte. Vielleicht gab es eine Kombination von Ursachen, die sich leider noch nicht genau bestimmen lassen. Jedenfalls hat es hier ein gigantisches Problem gegeben. Im frühen 14. Jahrhundert haben Angkors Wasseranlagen also offensichtlich mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Was, wenn ein Abschnitt nach dem anderen ausgefallen wäre? Die Kosten, die Angkors Gesellschaft hätte aufbringen müssen, um das System instand zu setzen, waren vermutlich astronomisch. Die Khmer standen vor der wohl schmerzhaftesten Entscheidung ihrer Geschichte: kämpfen oder aufgeben. Dieser kleine Tempel, verloren im Urwald von Angkor Thom,
der letzten Hauptstadt des Königreichs, ist ein wichtiger Zeuge für das Verständnis des Niedergangs der Khmer-Zivilisation. Oben an der Treppe, die ins Allerheiligste führt, befindet sich eine Inschrift. Sie besagt, dass dieser Tempel von einer bedeutenden Persönlichkeit, einer Hindu-Gottheit, gestiftet wurde. Daran ist an sich nichts Außergewöhnliches. Im Khmerreich waren solche Weihungen durchaus üblich. Dennoch steht diese Inschrift für einen historischen Wendepunkt. Sie markiert das Erlöschen einer Religion, des Brahmanismus und einer gesellschaftlichen Ordnung. Die Inschrift stammt aus dem Jahr 1295. Mangalata, der Stifter, ist ein wichtiger Mann am Hof. Er weiht dieses Heiligtum Vishnu und vermacht dem Tempel die nötigen Grundstücke, deren Bewohner, dazu Diener, eben alles Nötige, damit diese Stiftung wirtschaftlich funktionieren kann. Also ein klassischer Vorgang. Die Inschrift ist in Sanskrit und es ist eine der spätesten, die in Angkor gefunden wurden. Genau gesagt ist sie die letzte, die uns ermöglicht, einen Bau aus Sandstein zu datieren. Von da an werden Inschriften in Sanskrit immer seltener und hören schließlich ganz auf. Derartige Bauten können ohne Inschriften nicht datiert werden, aber es scheint, als seien ohnehin keine mehr errichtet worden. Zwar wurde in den großen königlichen Stiftungen offensichtlich noch weitergebaut, aber es gibt ab diesem Zeitpunkt keine neuen kleineren Heiligtümer dieser Art mehr. Eine andere Stele, ein weiterer Text, der eine königliche Stiftung an ein Kloster markiert. Diesmal nicht in Sanskrit, der Sprache der Gelehrten, sondern in Pali, der Sprache der offiziellen neuen Religion, des Buddhismus. Es handelt sich um einen Kult, der mehr auf den Einzelnen ausgerichtet ist als der Hinduismus und der wohl auch weniger hierarchisch geprägt war. Jedenfalls zählt ab jetzt nicht mehr das Monumentale, sondern das Vergängliche. Pagoden und Holzarchitektur lösen die Steintempel ab. In Angkor geht eine Epoche zu Ende. In dieser Zeit beginnt sich die Gestalt Kambodschas abzuzeichnen. Das Land nimmt allmählich seine heutigen Grenzen an. Das Khmerreich, das bis dahin einen beträchtlichen Teil Indochinas beherrschte, erlebt, wie seine Vasallen nach und nach von ihm abfallen und zu erbitterten Gegnern werden. Das einst mächtige Reich schrumpft, bis es schließlich zum kleinsten Land der Region wird. Das Kloster Wat Bo in der kleinen Stadt Siem Reap. Hier wird die Erinnerung an die Angkor-Tempel gehütet. Der ehrwürdige Abt hat hunderte von Gegenständen aus dem goldenen Zeitalter des Khmerreiches gesammelt. Keramik, vor allem aber eine Unzahl an verzierten Bronzeresten. Die Menge ist wirklich beeindruckend. Mehr als 1,3 Tonnen Bronze hat der Abt vor über 12 Jahren gerettet. Er musste damals in den 80ern und noch weit bis in die 90er Jahre zusehen, wie die archäologischen Stätten Kambodschas eine nach der anderen der Plünderung zum Opfer fielen. Er wollte das nicht hinnehmen, also beschloss er, diese Stücke zu bergen oder sogar zu kaufen. Wir sprechen hier von Tonnen von Bronze, Gold und Silber. Alles Objekte, die vor allem in den Inschriften Jayavarmans des 7. erwähnt werden. Viele dieser Gegenstände waren Zierelemente für Tempel. Manche zeichnen sich durch große Raffinesse aus und wären es wert, in den Museen der Welt präsentiert zu werden.
Dieser Reichtum, der die Augen aller Besucher glitzern lässt, ist natürlich Gegenstand von Begehrlichkeiten, eine Quelle von Kämpfen und Konflikten. Wir müssen uns vor Augen halten, dass jeder dieser Gegenstände einen enormen Wert darstellt. Deshalb gibt es auch nur noch sehr wenige. Viele wurden als Beute verschleppt. Aber es wäre falsch zu verallgemeinern. Angkors Untergang ist nicht durch einen großen Raubzug zu erklären, bei dem seine Reichtümer geplündert wurden, auch wenn es solche Raubzüge während des Khmer-Reiches und auch in jüngerer Vergangenheit zweifellos gegeben hat. Angkors Ende spricht eher für ein allmähliches Erlöschen als für ein schockartiges Ereignis, das alles mit sich gerissen hat.